Segnen unsere Überfahrt. Ja, wir gleiten mit einer großen Ruhe über die Welt. Was ist mit dem Elfenkönig Elfrid? Wie weit hast du ihn getrieben? Verbiegt er sich? Wird er brechen? Guthrums Heer jagt ihn gerade vermutlich durch Westsachsen. Mit etwas Glück treibt der Elfrid bis ins Meer. Seltsam, wie fern mir diese weltlichen Belange erscheinen. Aber wir haben in Englerland so viel erreicht. Uns erwartet noch so viel mehr. Die Christen sind nur schwerlich Feinde. Sie glauben an einen Mann da oben. Einen, der mit seiner Axt über uns allen steht. Das ist ein starker Antrieb. Wir haben unsere eigene Axt und schlagen damit, wohin wir wollen. Diese Frau, Fulke, während meiner Zeit mit ihr, so schmerzhaft sie auch war, zeigte sie mir Dinge. Dinge, die so seltsam und wunderbar waren, dass ich ihr fast für ihren Verrat danke. Was sie dir angetan hat, war über alle Maßen grausam. Mit jedem Schlag des Flegels, mit jeder Narbe, mit dem Verlust meines Arms, wurden meine Visionen stärker. Wenn du darin etwas Gutes sehen kannst, schön. Doch sie war so wahnsinnig, wie das Meer weit ist. Selbst die Wahnsinnigen besitzen Weisheit. Ihr Jesus war ein komischer Kerl. Nun liebt ihn die halbe Welt. Und an uns glaubte auch niemand, als wir jung waren und unter den Tischen in den Methallen unsere Pläne schmiedeten. Nicht einmal mein Vater. Das ist der Sigurd, den ich kenne. Können wir nicht nach Englerland zurückkehren und beenden, was wir angefangen haben? Nein, vergiss das alles. Die Zukunft liegt vor uns. Großer Reichtum erwartet uns. Ich stehe an deiner Seite, Bruder. Bis zum Ende. Eieiei. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir nähern uns gerade dem Scheitelpunkt, dem Ende des Fjords und damit auch unserem Schicksal, beziehungsweise dem Schicksal von Sigurd und Eivor. Ich denke, beide wissen, was uns erwartet und ja, gehen dem ganzen Mute hier entgegen. Aber ich bin trotzdem schon sehr aufgeregt. Ich bin sehr gespannt, was uns dort erwartet. Er sagt ja, die Hallen seiner Vorfahren und das wird dann ja wahrscheinlich so ein ganz abgedrehter Ort sein. Irgendein abgestürztes Raumschiff oder was weiß ich was. Naja, wir werden es gleich erfahren. Ich habe auch überlegt, ob ich die Reise dorthin überhaupt reinschneide oder ob ich dort einfach hinfahre und dann kurz vorher euch dann dazu hole. Weißer Zorn versperrt uns den Weg. Wir müssen weiter! Kennst du die Richtung? Wie mich selbst! Wir schneiden durch dieses Winterkleid wie ein Schwert durch Stroh! Keine Sorge! Wir wären die Schande des Kahns, wenn wir an diesem einsamen Fjord sterben. Ha! Das wären wir! Okay, wir sind gleich da. Ich kann nur nichts erkennen, außer dass es dort leuchtet, tatsächlich. Also muss es ein Ort sein, der verborgen ist. Frage ist auch, werden wir dann gleich den Animus wieder verlassen? Ja, hier sind wir richtig. Eivor, wir gehen weiter. Ihr anderen wartet hier. Was wäre gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, Eivor, du wartest hier beim Schiff. Wird das so gemacht? Alter Schwede. Hier nach! Tiefer ins Königreich des Schnees! Sigurd, können wir den Sturm nicht abwarten? Ah, das Brennen von Eis auf der Haut. Genieße es, Eivor. Wir wandeln auf den Pfaden der Götter. Und wohin? Zu Meergletschern und Schneewüsten? Zum Ruhm! Können wir nicht warten, bis das Tosen nachlässt? Auf dem Schiff, wo wir Met und Essen haben, um uns warm zu halten? Nein! Wir müssen uns den Vorboten stellen und die Götter ehren! Sie werden nicht zu uns kommen! Wir müssen zu ihnen! Wir wären keine gute Gesellschaft mit Eisklumpen in den Augenhöhlen und gefrorenen Knochen. Fürchte die Kälte nicht, Eivor! Wo wir hingehen, können uns Wind und Schnee nichts anhaben! Schreibt es mal in die Kommentare. Würdet ihr Sigurd in diese Eiswüste folgen oder hättet ihr auch eher den Gedanken, Alter, der ist komplett durchgedreht? Ich meine, gut, so weit sind wir jetzt noch nicht gegangen. Ist das kalt, wie der Wind aus Helheim. Haltet durch, es
sollte nicht mehr weit sein. Also ich denke, ich hätte jetzt gleich die Schmerzgrenze erreicht und würde sagen, vergiss es, Kollege. Oder zumindest hätte ich Leute mitgenommen und Posten aufgestellt. Und erstmal gesagt, baut da am Land irgendwie ein provisorisches Lager auf und macht ein Feuer und sowas. Ich kenne die Form dieser Steine. Ja, wir sind ganz nah. Und wenn wir dann da in 2 Stunden, 3 Stunden nicht zurück sind, dann sollen die uns suchen kommen oder so. Dass man zumindest weiß, wo wir hingegangen sind und dass man sich dann halt irgendwie, dass man dann zum Beispiel Sigurd nachher noch wieder einsammeln kann, wenn er dann, auch wenn er dann erfroren ist oder so. Der gefrorene See, das muss es sein. Und da vorne ist eine Höhle. Willst du mir nicht sagen, wohin all das führt? Das wirst du früh genug sehen. Aber zu spät umzukehren, fürchte ich. Da, die Höhle. In ihr verbirgt sich die geheime Pforte. Unwirklichsten Ort der Erde. Aber selbst hier haben wir einen Wasserfall mit Eiszapfen. Das heißt, hier müsste es ja dann, und auch Pflanzen, muss es auch warme Tage geben. Also warum kommen wir genau jetzt im tiefsten Winter hierher? Das Eis ist dünn. Kannst du es zerbrechen? Was du meinst. Flüssiges Wasser, okay. Na gut, in der Höhle. Das ist eine Wärme. Oh. Diese Tür. Hast du sie schon einmal gesehen? Diese Lücke. Dort war der Sagenstein, nicht wahr? Ja, vor langer, langer Zeit. Nun tritt zurück. Svachoi nobrat unschmembro, trurvon di quorde, unsolas fras chnogadide, umsum huchas reis dedai, chasa umsi. Wie hast du das gemacht? Woher kennst du diese Worte? Eivor, ich sagte dir doch, dass meine Visionen Erinnerungen aus einem früheren Leben sind. Komm! Götter, was ist das für ein Ort? Warum will er uns unbedingt mithaben? Damit wir sehen, was er für ein mächtiges Wesen ist? Oder will er uns hier opfern? Um irgendeine letzte Tür zu öffnen oder sowas? Hört euch das mal an. Eieiei. Komm hierher. Diese Platte führt uns weiter. Vor allen Dingen, der lässt ja auch alle anderen zurück. Warum durften die anderen nicht mitkommen? Wahrscheinlich, weil er noch ein Boot braucht, um wieder zurück zu segeln. Sigurd, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist alles so sonderbar. Vertraue auf diesen Ort, diesen alten und heiligen Ort. Wohin führt er uns? In die Hallen der Gefallenen und zu den goldenen Feldern. Nach Valhall. Ein Meisterstück. Selbst Gunnar hätte es nicht besser machen können. Diese Höhle ist so tief. Sie summt vor Magie. Das ist wahrscheinlich die Elektrik. Scheint aber wirklich eine sehr tiefe Höhle zu sein. Da, ach, du Scheiße. Der alte Baum. Der Baum des Lebens. Was ist das? Sieh nur, wie stolz er ist. Wie er schimmert.
Die Wurzeln allen Lebens laufen hier zusammen. Die Skalden würden bei diesem Anblick weinen. Und das ist noch längst nicht alles. Ich schwöre bei allen Namen des Allvaters, das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bevorsteht. Meine Visionen reichen weiter. Bis in Odins große Halle. Alter Schwede. Junge. Na, das ist wirklich Yggdrasil, der Weltenbaum. Aber anscheinend irgendeine Bergbautechnologie. Weil da sind da an diesen Armen irgendwie so eine Teile dran, die auch, könnten so entfernt dran ändern wie Bohrer. Ah, spürst du das? Die heiligen Energien? So etwas Großartiges habe ich noch nie gesehen. Dieser Schrein ist unser. Er wird sich für uns öffnen. Warte es ab und sieh selbst. Woher weißt du diese Dinge? Hast du es in deinen Visionen gesehen? All das und vieles mehr. Da in der Mitte ist auch so ein komischer kleiner Bohrkopf hier. Mit ganz vielen kleinen Armen, also praktisch das große Ding nochmal in ganz klein. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Vielleicht nimmt er uns auch nur mit, weil wir auch altes Blut haben. Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist genauso abgedreht wie damals in Origins. Eieiei. Oh. Aber wie? Aber was? Eivor? Wie ist denn die hierher gekommen? Ich meine, die wird dort festgehalten, ja, aber wie ist denn die? Ist die da überhaupt festgemacht? Die hängt dort dran, aber. Aber wieso? Wie? Warum? An so einem verlassenen Ort, okay. Ja, ich erinnere mich wieder. Dieser alte Schrein wird durch diese Sphäre aus Metall entzündet. Und diese Arme, diese Äste, sie verschaffen uns Zugang zur Zuflucht der Götter, zu Valhall. Bist du bereit? Was liegt hinter all dem? Wohin führt uns das? Nimm deinen Platz in der Mitte dort ein und du wirst es sehen. Geht Sigurd auch dorthin? Hier. Heil dem Geber. Der Geist ist gekommen. Was passiert hier? Ach du Scheiße. Hä? Okay, wir sind betäubt worden und hängen jetzt an so einer Maschine in so einer dunklen Höhle. Und haben jetzt anscheinend eine Vision. Wo bin ich hier? Also ganz abgedreht. Das ist ja augenscheinlich eine Vision, die wir uns selber stellen. Sei gegrüßt, Ränger, willkommen! Hagi kehrt zurück, um uns zum Sieg zu führen. Führe uns zum Ruhm, Hagi! Wir sind stolz, dir zu dienen, Hagi! Benetze meine Lippen mit einem weiteren Horn, Mitbruder! Und in Valhalla. Aber
Haben wir jetzt die ganzen Geschichten mit den Tränken übersprungen? Hoffe ich nicht. Tür sagte, dass du kommst. Willkommen. Bist du Valkas Mutter? Svala? Du hast ein gutes Auge, Wolfsmal. Nach all der Zeit, Eivor, sind wir endlich da. Nun erhebe dein Horn mit Freya und singe ein Lied vom Sieg. Sigurd, was geschieht hier? Dein Arm ist wieder da und deine Lebensfreude. Ewiger Ruhm, Eivor. Hier speisen wir in der Halle der Gefallenen. Endlich! Oh, ich möchte vor Freude schreien. Das ist alles so wundervoll. Deine Vision. Aber nur eine Illusion. Sie waren wahr. Keine Vision. Das Schlachtwort erfüllt! Komm, Tür! Auf zur Schlacht! Kämpfe mit uns! Los, Eivor. Genieße den Kampf. Du hast dir deinen Platz hier verdient. Natürlich ein Kampf gegen Eisriesen. Oder auch nicht. Ich glaube, der Kampf ist relativ sinnlos. Maschine scheint uns ja ein Idealbild unseres Glücks praktisch vorzugaukeln. Unglaubliche Stärke, ein friedliches Land. Das ist auch nicht Asgard, so wie wir es kennen. Es erinnert mit dem Tor dran. Aber es ist trotzdem nicht Asgard. Nicht viele Feinde mehr. Nur die Simulation. Aber das ist genau das, was. Das passt ja wieder zu dem, was ich in einer der letzten Folgen gesagt habe, dass man ja so ein Übermensch ist. Genauso wie wir jetzt hier sitzen und dieses Spiel spielen und dort die absoluten Überkrieger sind, was in der Realität so unrealistisch ist. Und jetzt erleben wir das Gleiche im Spiel nochmal. Übermenschliche Stärke und eigentlich im Prinzip dasselbe. Also, Eivor ist jetzt ja auch betäubt, hängt in dieser Maschine und ist praktisch in so einer Simulation gefangen und träumt jetzt hier, ich bin der stärkste Krieger aller Zeiten und hat daran genauso viel Spaß wie wir, wenn wir dieses Spiel spielen. Also praktisch nochmal eine Steigerung von unserem sowieso realen Spielerlebnis hier. Also ein Spielerlebnis im Spielerlebnis. Kämpfe mit mir! Sigurd, dieser Ort ist unglaublich! Genug des Geplänkels! Lass uns gegeneinander kämpfen! Der Kampf, der schon lange aussteht! Halt dich nicht zurück! Hier müssen wir nichts fürchten! Okay. Vergieße das ewige Blut, Valhals! Das Schlachtgetümmel mit einem wahren Troll. Du wirst nach vor Ende des Tages Metall zu schmecken kriegen. Wir können ihm schaden, aber er kann uns nicht schaden. Ich verpasse dir eine neue Narbe. Du wirst dich noch nicht gesehen. Du Schwein! Du Hund! Oh nein, ich glaube, wir werden ihn gleich töten. Vielleicht sogar. Ja, ich glaube, so einfach wird es nicht sein. Bruder! Keine Sorge, Eivor. Hier
Hier verdienen wir uns keine Narben, nur Kampferfahrung. Es ist zu Ende. Täglich grüßt das Murmeltier. Was ist geschehen? Aber was passiert hier? Also es ist ja wieder höchst eigenartig. Wir gehen jetzt rein und dann ist wieder Schlachtgetümmel. Da stimmt doch was nicht. Also wir wissen ja schon, dass da nichts stimmt, aber uns in unserer Welt ist das leichter zu durchschauen, weil wir ja mit so den Techniken und so schon vertraut sind. Für jemanden in Eivors Zeit ist es natürlich schwieriger, sowas zu durchschauen. Er wird wahrscheinlich erstmal merken müssen, dass sich dieser Traum Tag für Tag wiederholt. Wir sind stolz, dir zu dienen, Harvey. Das ist doch auch super langweilig. Du kommst hier raus und kannst zwar ein bisschen was essen und kannst dann kämpfen, aber es ist im Grunde immer das Gleiche. Also vielleicht sollen wir hier auch bewusst erleben, dass diese Idealvorstellung von Valhall, wie es sein soll, eigentlich für die Ewigkeit, vielleicht für Liga, die so einen Lebenswandel haben, irgendwann zu langweilig ist. Sigurd, dein Arm ist nachgewachsen. Er war nie weg, Eivor. Nicht wirklich. Nichts hier ist von Bestand, weißt du nicht mehr? Nichts außer dem Mut und dem Ruf der Krieger. Sind wir hier unsterblich? Lass es uns gemeinsam herausfinden. Ein neuer Tag? Kommen jetzt neue Gegner. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Aber vielleicht müssen wir das jetzt auch mehrmals erleben. Ist ja auch so, dass dieser Kampf auch so total sinnlos ist. Also wenn man diesen Kampf nicht, also wenn nichts hier wirklich real ist, was bringt einen dann auch der Ruhm der Schlacht, sage ich mal? Nichts. Wir können mit Sigurd sprechen. Bis ins Mark getroffen. Wieder hast du deinen Arm verloren. Und wieder wird er zurückkehren. Bist du es? Das ist wirklich so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Liebe Leute. Das war unmöglich, mein Vater. Aber wir müssen an der Stelle leider trotzdem eine Aufnahmepause machen. Und ihr müsst euch leider trotzdem bis übermorgen gedulden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, ich wünsche euch bis übermorgen eine gute Zeit. Und wir sehen uns. Ciao.